Wer genau habe ich Shaggy zum letzten Mal gesehen? Okay, Leute, ihr habt's gehört. Fangt an zu suchen. Gut gemacht, du liebst wirklich das Risiko. Hey da, seht euch das mal an. Worauf warten wir noch? Shaggy! Shaggy! Das ist ja wie eine Baumautobahn hier oben. So kann man ohne gesehen zu werden durch den ganzen Park laufen. Sieht so aus, als hätten wir die Privatwege des Gnoms gefunden. Dann ist ja jetzt endlich unsere Fallenzeit, ja! Es gibt doch sicher noch andere Jungs. Nicht wie Fred. Er ist wie eins dieser Genies, die keiner versteht, bis sie irgendwann tot sind. Er sieht die Dinge anders und er will diese anderen Dinge damit seinen Fallen fangen. Liebling, also wir wollen doch nur, dass du endlich Karriere machst, wie all deine Schwestern hier. Oh, das sind Fred und die anderen. Ich will nicht zu spät zur Schule kommen. Ciao, Mom. Ciao, Dad. Ciao, Daisy. Ciao, Dawn. Ciao, Dorothy. Ciao, Delilah. Hey Leute, seid ihr sicher, dass ihr nichts von dem Smoothie hier haben wollt? Der ist echt lecker. Was war denn das eben? Wer von euch hat das verbockt? Wir haben die Mauer gar nicht berührt. Ist das ein Abwasserkanal? Unmöglich, es gibt nur einen Abwasserkanal, den hier. Dann sind wir in einer anderen Dimension. Ja. Nein, du Trottel, wir sind einfach in einer dieser Crystal Cove-Höhlen gelandet. Ich glaube, da ist was drin. Was sollen wir tun? Na, das ist doch klar, oder? Das sind Symbole für Radioaktivität und das heißt, dass der Inhalt gefährlich ist. Deshalb sollten wir die Fässer öffnen. Sonst bringt das noch unseren Zeitplan durcheinander. Hey, ich glaube, ich kann was sehen. Tja, da hätten wir die Orgel. Ja, aber wo ist die Pfeife, die darauf georgelt hat? Weg! Aber er hat sein Notenbuch liegen gelassen. Hey, lass mich mal sehen. Da steht was drauf. Füttert die Orgel und beobachtet den Boden. Wenn hier jemand gefüttert werden soll, dann bin ich das gefälligst, jawohl. Und ich. Eine Orgel kann man doch nicht füttern. Nein, aber man kann auf ihr spielen. Das mache ich. Dum-di-dum-di-do, dum-di-dum-di-do, dum-dum-dum-di-do. Ich halte es im Kopf nicht aus. Behaltet den Boden im Auge, mal sehen, was passiert. Ich finde, wir sollten lieber die Wände im Auge behalten. Warum? Weil sie angewandelt kommen. Die Tür ist abgeschlossen. Schnell, Scooby, du musst irgendwas tun. Ja, stimmt. Nein, nein, spiel weiter Orgel. Vielleicht bringst du damit diese wild gewordenen Wände zum Stehen. Die Wände haben angehalten. Lass uns schleunigst hier verschwinden. Ich hasse diese Art von Musikrätsel. Das ist es. Daphne, das ist wirklich ein Musikrätsel. Mit diesem Orgelfüttern ist nicht irgendwas zu essen gemeint, sondern Musiknoten. F, E, E, D. F, E, E, D. Da, seht doch mal, im Boden ist eine geheime Treppe. Dann lasst uns mal feststellen, wo sie hin... Das sieht mir ganz nach einem Geheimnis aus und es scheint mir wichtiger als die Schule zu sein. Militärmüll. Der Oxidation nach vielleicht 30, 40 Jahre alt. Hey! Fred, ich hab was gefunden! Könnte ein Hinweis sein. Gut gemacht, Daphne. Oh, danke, Fred. Du bist so süß. Oh.
ist schon okay. Wir können ja später noch reden. Hey, seht euch das an. Das sind genau dieselben Reifenspuren wie die, die wir gefunden haben. Oh, ja, nur dass diese hier wirklich ausgesprochen abrupt enden. Tun sie das wirklich? Es gibt irgendwo einen geheimen Durchgang. Den muss man doch öffnen können. Suchen wir ihn. Cool hier. Das könnte unser neues Geheimversteck werden. Ja, nur ich, du und noch ein paar tausend Türknäufe. Seht euch das an. Was ist das, Daphne? Eine Art Tagebuch. Es gehört einem Typen namens Theodor Avocados. Theodor Avocados?